Wir werden heute bei dem Bosch Motor eine Speedbox einbauen. Das heißt, wir werden diese vorgegebene 25 Kilometer Abregelung aufheben. Was brauchen wir dazu? Einmal diese Speedbox, dann so ein Abzieher, um die Kurbel abzuziehen, ein 8er Imbusschlüssel und ein 14er Maulschlüssel, um den Abzieher zu bedienen. Des Weiteren Torx T20 möglichst verlängert. Nachdem wir diese 25er Kilometer aufgehoben haben, diese Limitierung, brächten wir auch ein Versicherungsschild. Ich habe hier ein Versicherungsschild, ich habe dieses Fahrzeug denn versichert. Ich habe darauf geachtet, beziehungsweise ich habe eintragen lassen, dass dieses Fahrrad mit der Speedbox 2.0 getuned wurde. Es wurde eingetragen, variable Geschwindigkeit. Das heißt, dass man bis zu 25 fahren kann und auch aufgehoben. Macht nicht jede Versicherung. Müsst ihr einfach mal ein bisschen rumhorchen, wer dieses einträgt. Solltet ihr keine Versicherung, kein Versicherungsschild haben, ist es höchst illegal. Also bitte nur mit entsprechender Versicherung nachher betreiben. So, jetzt kommen wir zum Einbau. Wir haben einmal hier diesen Abzieher und die Speedbox, beides bei Amazon gekauft. Werde ich euch verlinken. Als erstes werden wir mit einem 8er Imbusschlüssel diese Schraube lösen. Die ist relativ fest. Geht jetzt nur so leicht, weil ich sie eben schon mal gelöst hatte. Dann haben wir hier unseren Abzieher. Den drehen wir erstmal komplett zurück. Setzen jetzt diesen Stempel rein und drehen den Abzieher so weit wie möglich in die Tretkurbel. Jetzt drehen wir den Abzieher so rein, wie er geht. Auch dieses Teil, setzen einen 14er Maulschlüssel an und drehen die mittlere Schraube rein. Wenn es zu schwer geht, mit diesem Sechskant gegenhalten. Schon ist die Kurbel abgezogen. Jetzt haben wir hier, da und hier unten Torx-Schrauben T20. Die lösen wir. Bei der hinteren braucht man einen etwas längeren, weil sonst kommt man da nicht rein. Gibt es aber in jedem Baumarkt. Jetzt befindet sich im unteren Teil so eine Nase, die man einfach nur leicht reindrücken muss. Und schon kann man den Deckel abnehmen. Dieses ist jetzt die Nase, die man unten praktisch einfach nur so ein bisschen wegdrücken muss. So, bevor wir jetzt diese Steckverbindungen, die hier hinter sind, trennen, nehmt den Akku raus oder schaltet den Akku aus, wenn ihr einen separaten Schalter habt. So, dieses Vierpolie-Kabel hier habe ich schon rausgezogen. Das verbindet ihr einfach jetzt mit eurem Speed, mit eurer Speedbox. Und die Seite steckt ihr dann hier rein. So. Diese beiden Kabel sind für den Sensor, der sich bei mir am Hinterrad befindet. Das ist einer von diesen Kabeln hier. Da müsst ihr gucken, welches Kabel geht jetzt zu dem Sensor am Hinterrad. Sensor am Hinterrad ist dieses hier. Und hier geht dieses Kabel dann weg.
So, damit ich auch kein falsches Kabel erwische, habe ich das alles mal so ein bisschen rausgezogen hier. Hier kommt der Sensor, dann habe ich hier gewackelt. Ich sehe also, dieses Kabel ist es und habe dann hier gewackelt. So, jetzt ist also bei mir ist es von den beiden das rechte Kabel, welches ich jetzt wiederum, wie gesagt, mit dem verbinde. Ihr könnt es nicht falsch machen, weil es passt nur auf einer Seite. So, und dieses kommt jetzt hier in den Motor rein. Passt nur so rum. Jetzt werden die Kabel wieder schön versteckt, dass man also auch den Deckel wieder vernünftig raufkriegt. Eventuell noch mit einem Kabelbinder oder so sichern. Das war es jetzt auch schon. Praktisch einfach wieder zusammenstecken, unten erst die Nase einrasten lassen und dann verschrauben. Nachdem alles wieder verschraubt ist, die Kurbel aufsetzen. Natürlich darauf achten, dass diese genau gegenüber ausgerichtet ist und festschrauben. Und diese ordentlich festziehen. Nachdem ihr den Akku wieder eingebaut habt, beziehungsweise den Akku eingeschaltet, je nach Modell, drückt ihr einfach einmal diese Walk-Taste, also die Schiebehilfetaste. Jetzt erscheint im Display 9,9. Das heißt, ihr könnt diese Sperre von 25 Kilometern überwinden. Ein nochmaliges Drücken. Jetzt erscheint wieder 2,5. Heißt, dieses Fahrrad befindet sich jetzt wieder im Originalzustand bzw. im Zustand bis 25 abgeregelt. Solltet ihr Licht eingeschaltet haben, zu erkennen an dem Symbol hier, Licht aus, Licht an, könnt ihr die Schiebetaste, die Walk-Taste drücken, wie ihr wollt. Da steht dann, lege ich unten Schiebehilfe und es stellt sich nichts um. Also, um das umzustellen, müsst ihr Licht ausschalten. So, jetzt wieder runtergestellt, wieder hochgestellt, Licht angemacht. Man kann es jetzt nicht mehr verstellen. So, jetzt werde ich noch schnell das Schild montieren und dann kann ich halbwegs legal auf den deutschen Straßen mich bewegen.